Jetzt drehen sie durch. 100 Euro pro Tag für einen Stellplatz auf der französischen Insel Île de Ré? Ja. Wieso denn? Ihr werdet sehen. Nach dem Intro geht's los. Wie jetzt? Also erstmal zur Klärung der Begrifflichkeit. Nein, es ist natürlich kein Stellplatz, es ist ein Campingplatz. Aber wir sagen immer Stellplatz, weil unser Auto nun mal hier steht. Warum so teuer? Weil nichts anderes frei war. Und nicht, weil bei uns der Größenwahn ausgebrochen ist. So, was kriegt man denn jetzt dafür? Also, man kriegt einen Stellplatz, ist klar. Also auf einem Campingplatz. Und dann kriegt man dafür noch dieses Bütchen hier. Sag jetzt mal Bütchen. Da kann man regenfest sitzen. Man hat eine Küche drin, man hat ein Bad drin. Und das zeige ich euch jetzt mal jetzt. Und man hat jede Menge Nadeln auf der Erde. Ist klar, wir sind im Wald. Wetter ist besser als gedacht, darum geht's jetzt aber nicht. So, Julia hat sich heute Morgen hier schon mal hingepflanzt, wie man sieht. Und ich gehe als erstes mal mit euch ins Duschzentrum, in den Spa-Bereich. Der ist schon ein bisschen feucht, weil wir haben schon beide geduscht. Guten Morgen, da bin ich nochmal. Also man hat ein Waschbecken, man hat ein WC, man hat eine große Dusche, wo man auch mit mehreren Leuten drin duschen kann. Und das ist okay. Und das Wasser ist heiß. Ist doch toll. Also das erstmal dazu. Habt ihr das mal gesehen? Jetzt gehen wir mal in die kalte Küche, die ja nicht so kalt ist. Auch schon ein bisschen von uns in Beschlag genommen, wie ihr seht. Also Waschbecken, zwei Flammenherd, Schränke, Mikrowelle, Kühlschrank mit Eisfach. Fenster nach draußen. Und eine große Sitzecke. Also ich sage jetzt mal, wer mit einem Kastenwagen, mit einem kleinen Kastenwagen anreist und sagt, ja, 3 Wochen Urlaub habe ich damit durchgestanden. In der 4. Woche wäre es ja schön, wenn ich auch mal ein Plätzchen hätte, wo ich schön duschen kann, mich ein bisschen ausbreiten kann oder wenn das Wetter mal nicht so schön ist, ist das eine tolle Sache. Wie gesagt, der Preis, knapp über 100 Euro pro Übernachtung, das rechnet sich irgendwie mit Fahrzeug, Stellplatz, so und so viel Personen, Kind, Hund. Ja, also der Platz ist natürlich unten in der Videobeschreibung wieder verlinkt und ihr könnt euch das selber überlegen, ob das für euch was ist. Vom Platz aus sind es nur ein paar Minuten bis zum Strand. Das checken wir mal. So sieht hier der Bus aus. Ein kleiner Bus. Aber besser als kein Bus. So könnte das zum Beispiel in Deutschland gar nicht aussehen.
weil sofort der Hauseigentümer beim kleinsten Halm schon mit einem Freischneider bei ihm wäre und das abgeschnitten hätte. Und somit wäre auch keine schöne Blüte gekommen. Also da hinten am Zipfel, da ist der Strand. Vom Campingplatz empfiehlt es sich schon, mit den Rädern zu fahren. Gerade wenn große Hitze ist, dann habt ihr ein bisschen Fahrtwind und müsst nicht die ganze Strecke schleppen. Also so läuft es sich ganz gut, weil zum Strand hin ist es bergab. Der Rückweg dürfte dann etwas anstrengender werden. Jetzt hier an der Stelle natürlich nicht der Vorzeigestrand, aber man kann von hier aus auch schon baden gehen. Hinter mir ist ein Stück Rasen, da eilen sie sich und da oben kann man in der Brasserie de la Plage sich auch was zu futtern holen. Caramel mit Fleur de Sel und Cassis, Vanille und wie der Italiener sagt, Stracciatella, war. Klugscheißer. Stracciatella, das muss Gold, muss richtig, das ist gesungen. Stracciatella. Ciao, bella. Aber wir sind ja nicht in Italien und auf Französisch weiß ich nicht, wie man Stracciatella sagt. Hier auf der Insel Île de Ré sind wir natürlich nur in einem bestimmten Teil, und zwar in La Flotte oder La Flotte. Alles kann man ja auch nicht sehen, die Dinger sind ziemlich groß, die Inseln. Und für 2 Tage ist das dann, glaube ich, auch genug Programm. Oasis. Hier ist die Entsorgung oder der Entsorgungsbereich. Ist recht groß. Bloß, ja, wie man hier denn wendet, ist auch wieder eine Frage. Du kommst irgendwie zwar hin, musst dich denn aber, wenn du einen langen Wohnmobil hast, entsprechend oft drehen. Und hier wieder Frischwasserbetankung und Chemiekloentsorgung.
Gleich daneben haben wir einen großen Müllplatz, wo wieder schön getrennt werden kann. Im Sanitärhaus hier an der Entsorgung ist auch gleich noch ein kleiner Automaten- und Spielbereich. Das gehört wahrscheinlich hier einfach so dazu. Hier ist zwar jetzt keiner. Wenn ihr aber heute Abend kommt, wenn es dunkel ist, dann sind die Dinger alle an und die Leute hängen dran und zocken. Und auch die kleinen Kinder fahren Autorennen hier. Billardtisch, wo die Kös dazu sind, weiß ich nicht. Nö. Das ist hier auch in diesem Sanitärhaus. Ich zeige es gleich nochmal von außen. Eine Waschmaschine, ein Trockner. Ich weiß nicht, ob das alles ist. Ich zeige euch jetzt mal die Sanitärhäuser, die Bereiche, was es hier sonst noch gibt, und gehe mit euch ein bisschen über den Platz. Und los! Ganz viele von diesen Hütten gibt es hier. Also sage ich mir jetzt mal, schwer zu schätzen, vielleicht sind es 60% dieser Hütten, die man sich hier mieten kann. Für euch ist jetzt wahrscheinlich auch interessant, wie sind denn die Plätze, die Campingplätze für Wohnmobilisten. Da gehen wir jetzt mal hin. Und Wohnwagen natürlich auch. Erste Information und wichtige Information für euch. Das Ganze liegt hier in einem Footballfeld. Oder besser gesagt, das Footballfeld ist genau in der Mitte vom Platz irgendwie. Der Platz ist als U um dieses Footballfeld angeordnet. Und die stehen so rum. Da, hier sind die Autos, die von den Zeltern. Da hinten geht es noch weiter. Da laufen wir gleich noch mal rum. Und falls es mal aus heiterem Himmel abends regnen sollte, das liegt daran, ist Julia nämlich gestern Abend passiert, der Platz wird abends beregnet und ein bisschen was davon läuft manchmal auch hier so rüber. Und sie dachte, hä, wieso regnet es denn jetzt? Nein, es war nur Regen aus der Sprengkonserve. Jo. Hier mal die Draufsicht von dem Campingplatz. Hier könnt ihr schön sehen, dass es als U angelegt ist und hier in der Mitte befindet sich dieses Footballfeld. Die Duschen, ich filme jetzt mal ein Duschhaus, die sind alle ähnlich, es gibt 3 oder 4, gucken wir gleich nochmal auf den Plan. Waschbecken und Duschbereich, alles so in Einzelbuden angelegt. Dann außen ein Spülbereich. Und hier großzügig Waschbereich. Ja, darauf achten, ist mir nämlich auch schon passiert, dass ich es mit dem Spülbereich für Geschirr verwechselt habe. Hier gleich hinter der Einfahrtsschranke, die da vorne ist, wo der Golf in etwa rumfährt, gibt es etwas kleinere Stellplätze. Ihr seht, wie man hier so steht. Ist mir persönlich ein bisschen eng oder würde mir ein bisschen eng vorkommen. Die Plätze sind zwar breit, aber nicht sehr tief. Was schönere Variante ist auf der anderen Seite von dieser Straße. Da habt ihr so richtig angelegte Parzellen. So abgegrenzt mit einer jeweils kleinen Hecke. Und da kann man dann schön drauf stehen. Hat so ein bisschen seinen separierten Bereich. Der gesamte Bereich ist hier mindestens teilbeschattet, weil wir sind irgendwie im Wald. Ja, so sieht es hier aus. Als Beispiel mal in einem Gang. Dann gibt es hier eine große Poolanlage. Also eine Poolanlage mit Nichtschwimmerbecken. Dann kann man sich hier noch so einen Spa-Bereich mieten. Nordic Spa. Ist gerade keiner drin, glaube ich. Deswegen filme ich mal drüber. So sieht es da aus. Muss man, wie gesagt, separat mieten. Und es ist ein 4-Sterne-Platz, weil hier auch Animationsprogramm stattfindet. Da hinten seht ihr gerade für die Kleinsten die Animation. Hier nochmal ein Blick auf einen anderen Sanitärbereich. Herren-WC ist gerade leer. Kann ich nochmal reingehen? Und für Kinder ist es dann die kleinere Variante. Alles bunt, aber
weitestgehend sauber, wie ich es jetzt hier erlebt habe. Wir müssen das ja nicht nutzen, wir haben ja unseren eigenen Sanitärbereich. Zwischen Pool und Rezeption gibt es einen großen Restaurantbereich, außen und innen, also auch bei Regen nutzbar, eine Cocktailbar, hier gibt es auch Speisen, Pizza und sowas habe ich gesehen. Und abends, ganz interessant, finden hier auch so Animationsgeschichten statt. Gestern war es Bingo. Ich hätte gar nicht gedacht, dass so viele junge Leute Bingo spielen. Ich dachte, das ist nur für ältere Leute. Ein Blick auf die Speisekarte, aber 10 Euro geht's los. Und dann gibt es noch eine Cocktailkarte. Da geht's bei 8 Euro los. Mit einem Mojito. Noch mal ein Blick über die gesamte Insel. La Flotte, in diesem Bereich hier befinden wir uns jetzt. Ist ja ein Riesending und alles kann man nicht sehen. Also erst recht nicht in den 2 Nächten, die wir hier verbringen. Hier kann man immer schön erkennen, die Entertainment-Sachen. Was passiert hier so wann? Und mit Google-Übersetzer kann man sich da sicherlich auch helfen, wenn man der französischen Schriftsprache nicht mächtig ist. Ein Riesen-Bowl-Feld gibt es hier auch. Hi. Hi. Und viele nette Menschen. Entsorgungsbereich hier. Das Ganze nochmal bei Sonne. Und hier Sanitär 4. Also ich glaube, es gibt insgesamt 4 Sanitärhäuser. Also ausreichend für die Platzgröße auf jeden Fall. Und wenn man bedenkt, dass einige noch ihre Privatbäder haben, so wie wir, reicht es auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich auch, oder was heißt natürlich, es gibt auch einen Fahrradverleih. Und was uns hier gestern positiv aufgefallen ist, ist, dass es auch Kinderräder gibt. Also kleinere Räder. Und ich habe schon gesehen, einige müssen wohl gleich bei Anmietung dieser, ich sag jetzt mal, Zelthäuser, sich im Vorfeld die Räder gleich mitgebucht haben. Die standen dann schon an den Hütten dran. Müsst ihr mal gucken. Ja, dann zu guter Letzt auch gleich im Eingangsbereich eine große Hopsburg, wo die Kinder sich tagsüber auch vergnügen können. Rezeption ist gleich daneben, da der Restaurantbereich, dahinter der Pool. Spielplatz auch gleich im Eingangsbereich, haben sie so eine Art Schiff hingebaut. Hinten gibt es noch eine Schaukel, eine Rutsche ist an dem Schiff dran. Ja, tolle Sache. So, hier die Einfahrt funktioniert mit so einem Chip. Den zeige ich euch mal. Ich habe den nämlich gerade einstecken. Da unten ist er dran. Und der Schlüssel, der einzelne, der ist für unser Separatbad. Einfach hier ranhalten an das Ding. Und dann geht Sesam, öffne dich, die Schranke auf. Technik, die begeistert. Hier gibt es noch mal eine etwas größere Karte, da kann man es vielleicht besser drauf erkennen als auf diesem kleinen Fluchtplan, den ich gerade gefilmt habe. Und hier hat man so verschiedene Bildchen, was es alles gibt. Also Wi-Fi gibt es, Zelten kann man kann entsorgen, man hat eine Snackbar. Television, Animation, Miniclub, Spiele, Toiletten, Handicap-Toiletten, auch ganz wichtig. Ja. Und Waschmaschinen gibt es auch. Also eine habe ich ja schon gefilmt. Es gibt in dem anderen Sanitärhaus nochmal 2-3 Stück. Also ihr könnt hier auch eure Wäsche waschen. So sieht's aus. Auch interessant für den einen oder anderen. 2 Tennis-Courts gibt es hier auch. Tischtennisplatten. Und einen Salon de Massage. 30 Meter in die Richtung. Den filme ich euch jetzt nicht, aber ihr wisst, auch hier fußläufig sowas ist hier machbar. So, hier sind 2 Stellplätze frei direkt am Footballfeld, dass ihr das mal seht, wie das hier angelegt ist. Die beiden sind noch recht groß. Man muss immer gucken, wenn man hier rauffährt, wegen eventuell überhängender Äste, gerade mit einem hohen Wohnmobil. Und dann hat man hier Steckdosen am Platz. Also Strom ist genug. Guck mal, wie schön grün der Rasen ist.
Damit erklärt sich natürlich auch, dass er regelmäßig bewässert wird. Klar, muss er ja wohl. Schön. Also ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen, knackigen Durchlauf einen kleinen Überblick verschaffen über den Platz hier vor Ort. Toilettenkassette könnt ihr übrigens auch so zwischendurch mal entsorgen. Da müsst ihr nicht bis nach vorne zu dieser zentralen Entsorgung laufen. Einfach auf die Schilder achten. Mal etwas kleinere Zelte. Worst-Case-Szenario ist man hier gerüstet. Ja, ist halt viel Wald, ne? Sicher ist sicher. Wem die Verbindung zur Außenwelt, Social Media und Konsorten wichtig ist, dem sei gesagt, wenn man sich diesen Mast anguckt mit den Antennen, gehe ich nicht davon aus, dass es hier Probleme mit dem Internetempfang gibt. Da hinten stehen wir. Putzig, der kleine Iriba. Grüße gehen raus nach Delmenhorst. Ja, was sagt ihr? Nur habt ihr den Platz gesehen? Schreibt mal eine Meinung runter in die Kommentare. Es gibt natürlich auch noch andere Preiskategorien, oder Julia? Es gibt definitiv noch andere Preiskategorien. Wir stehen natürlich auf einer sehr großen Parzelle, noch dazu mit einem extra Haus mit Dusche und Küche und Sitzgelegenheit. Der überwiegende Teil des Platzes sind allerdings so fertig gebaute Zelte, also so wie so Ferienhäuser, Lodges würde ich jetzt mal sagen. Mhm, habe ich schon gezeigt, aber das ist in Frankreich, glaube ich, auch relativ üblich, dass hier zugebaut sind, die Plätze mit Häusern oder Chalets oder so Lodges. Also die mobilen Camper sind eher der geringere Teil, finde ich. Und viele Zelter, ne? Viele Zelter, ja. Finde ich auch. Für die sind natürlich diese Plätze, so einen, wie wir jetzt haben, optimal. Ja. Die haben ihre Sitzgelegenheit, die haben ihre Küche und die haben ihr Bad und können in ihrem Zelt schlafen. Ja, also macht euch einfach, bildet euch einfach eure eigene Meinung oder kommt einfach mal her und probiert's aus. Wie wäre es denn damit? Für uns heißt es heute noch mal ein bisschen die Gegend erkunden. Ne? Wir schwingen uns gleich noch mal auf die Räder. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me. Gestern sind wir schon mal hierher gelaufen und da waren Julia ja und Deli ja so ein Stück drin, ne? Hast du so ein bisschen Sand gesehen? Jetzt bei Erde sieht es so aus. Da ist der Strand dann plötzlich da. Man muss nur warten können. Guck mal, wie viele Parasegler da hinten sind. Könnt ihr jetzt nicht sehen, weil ich die falsche Kamera zum Zoomen habe, aber ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mindestens 10. Guck mal, siehst du ja da, da sind die anderen. Das ist ja auch okay, die sollen ja zurück. Die Leute kippen ihre gegessenen Sachen hier wieder zurück.
Genau. Ist ja auch Quatsch, das in Müll zu schmeißen. Das gehört ja zum Meer. Hier den Bereich, seit der Asphalt dort hinten endet, hier hoch, ist ein Schild, dass man hier nicht mit den Fahrrädern langfahren soll. Schade eigentlich, weil hier könnte man wahrscheinlich noch Stunden an der Küste entlang. Wenn man sich die Spuren in dem leicht aufgeweichten Sand hier unten anguckt, sieht man aber, dass sich nicht alle dran halten. Da sind jede Menge Radspuren. Ja, schon Wahnsinn, ne? Die ganzen abgebrochenen Steine hier von der Küstenlinie. Bei Ebbe sieht es echt ganz anders aus. Schade, dass wir jetzt keine Sonne haben. Wirkt natürlich bei Regen immer alles etwas trister. Aber was soll man machen? Nicht filmen und sagen, wir kommen noch mal wieder und machen dann ein Video. So ist halt das Leben. Auch wenn viele bei Instagram und YouTube euch immer das Gefühl geben, es ist alles immer herrlich, es ist immer so schönes Wetter, immer Spitzenstimmung. Nee, wir versuchen da schon ein bisschen mehr die Realität einzufangen. Also, es gibt auch Regentage. Ist so. Heute zwar mit dem Rad unterwegs, aber die Bilder wiederholen sich trotzdem. Delia konnte einfach nicht an diesem Eisladen vorbei. Heute ist die Schlange nicht ganz so lang und deswegen holen wir uns einfach noch mal eins. Kann ja nicht schaden. Einfach mal andere Sorten probieren. Wow. Einmal kurz ein Eis gegessen und schon kommt die Sonne raus. Klaffe. Ja, und? Was? Wie du möchtest. Fahr mal ein bisschen weiter rechts, Celia. Nicht immer in der Mitte der Straße. Es kann dich ja keiner überholen. Von mir aus kannst du da hinfahren, wenn du möchtest. So fährt man aber den Kreisverkehr nicht. So fährt man den Kreisverkehr. Alles muss man ihnen sagen. Die kommen schon mit den Autos, die holen schon ab. Na, Kollege? Wenn wir kommen, ist der Markt vorbei. Es ist auch nur ein kleiner Markt. Guck mal, guck mal, guck mal. So viele bunte Steine, Ketten. Guckst du nach neuen Eheringen für uns? Naja, weiß ich nicht, ob die dafür geeignet sind. Ich komme. Aber ich finde die schwarzen Ringe cool. Ja. Warte mal. Musst du so entspannen. So.
So, jetzt kannst du sie hinstellen. Es sind schon einige ausgegangen von den teuren. Ideales Segelwetter heute, viel Wind. Und schon starten sie alle durch zur Mini-Regatta. Wir sind hier nochmal in diesem Geschäft, wo wir eingekauft haben, bevor wir auf den Campingplatz gefahren sind. Das ist mit dem Auto und mit dem Fahrrad fast länger als zu Fuß. Also wirklich dreimal niesen, viermal spucken. Und da habe ich den ultimativen Fliegenfänger gefunden. Krass. Ob die Fliegen sich damit fangen lassen, keine Ahnung. Wenn denn, fliegen sie jedenfalls nicht mehr so weit.